Hallo Aquarianer, Fischfreund oder wer auch immer du bist. Hiermit begrüße ich euch endlich zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr sicher schon im Titel gelesen habt, geht es heute um den Riffaufbau in meinem 360 Liter Becken. Das Becken steht jetzt seit knapp 2,5 Monaten und sieht dementsprechend noch nicht perfekt aus. Genauso wenig bin ich ein perfekter Fotograf oder Videodreher, deshalb bitte ich jetzt schon mal eventuell auftretende Wackler zu entschuldigen. Jetzt aber zu meinem Riffaufbau. In meinem 360-Liter-Becken sind zurzeit ca. 25 Kilogramm Lebendgestein und einige Korallenäste untergebracht. Dadurch, dass meine finanziellen Mittel begrenzt sind, stand mir von Anfang an nicht die Möglichkeit offen, absolut frisches Lebendgestein mit einem Kilopreis von 17 Euro zu kaufen. Deshalb habe ich über eBay zuerst nach Lebendgestein in meiner Nähe gesucht und sogar 5 Kilogramm gefunden. Die restlichen 20 Kilogramm wurden über Versand zu mir geschickt. Auch wenn ich erst skeptisch war, ob das so gut klappt, wurde ich positiv überrascht, da das Lebendgestein mit guter Qualität und einigen interessanten Bewohnern wie Seesternen oder Würmern bei mir ankam. Solltet ihr Lebendgestein kaufen und dieses riecht schlecht, wenn ihr es auspackt, dann werft es lieber sofort weg, anstatt euch euer ganzes Becken durch verfaulte Steine zu ruinieren. Gutes Lebendgestein sollte nach Meer riechen. Mit meinen 25 Kilogramm Lebendgestein habe ich versucht, im Hintergrund verschiedene Etagen und Ebenen aufzubauen. Das ist sehr wichtig, da jede Koralle je nach Art individuelle Ansprüche an die Beleuchtung des Beckens hat. Deshalb stehen auf der obersten Ebene meines Riffaufbaus zurzeit meine neuen SPS-Ableger, da diese auf eine starke Beleuchtung und dementsprechend auf einen Platz oben im Becken angewiesen sind. Natürlich werden die Korallen nicht immer so nah aneinander stehen, aber für die jetzige Größe finde ich diese Aufstellung ausreichend. Leider habe ich auch schon einige Glasrosen in meinem Becken, die ich so langsam gerne anfangen würde zu bekämpfen. Wenn also jemand irgendein Mittel zur Glasrosenbekämpfung weiterempfehlen kann, würde ich mich sehr über einen Kommentar freuen. Dadurch, dass ich die Steine nicht bei einem Händler, sondern 3 verschiedenen gekauft habe, sehen die Steine auch sehr unterschiedlich aus. Während die einen eher rötlich sind, haben die anderen ein gelbliches Erscheinungsbild. Mich persönlich stört das nicht, ich finde es sogar im positiven Sinne abwechslungsreich. Mal abgesehen davon, dass mein Ziel ist, später kein Gestein mehr, sondern nur noch Korallen zu sehen. Mittig in meinem Becken habe ich ebenfalls ein paar Steine und Korallenäste platziert, da ich nicht wollte, dass hinten eine gerade Wand ohne Bezug zum vorderen Teil des Beckens entsteht. Ich hoffe sehr, die hinteren Steine und die in der Mitte später von Korallen überwachsen lassen zu können und so die beiden Bereiche zu verknüpfen. Im vorderen Teil des Beckens habe ich vereinzelt Steine platziert, auf denen sich schnell wachsende Korallen befinden, so zum Beispiel hier pumpende Xenien. Normalerweise pumpen sie stärker, aber ich habe kurz vor dem Videodreh etwas in der Strömung verändert, weshalb sie gerade nicht so stark pumpen. Auch vorne auf einem separaten Stein befindet sich diese Bäumchen-Weichkoralle mit einem Ableger. Auch diese Koralle ist normalerweise weiter geöffnet.
Als letztes, ebenfalls vorne, ist die grüne Röhrenkoralle. Zu meinen Korallen werde ich demnächst auch ein Video drehen, das aber höchstwahrscheinlich erst in 2 oder 3 Wochen hochgeladen wird, da ich nächste Woche gerne detailliert über die Kosten meines Meerwasseraquariums sprechen möchte. Solltet ihr noch weitere Videovorschläge oder Wünsche haben, freue ich mich sehr, diese in den Kommentaren zu lesen. Vergesst bitte nicht, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat, und meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keins meiner wöchentlichen Videos mehr verpasst. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende und viel Spaß mit euren Aquarien.